Facebook ist ja eines der wertvollsten und auch profitabelsten Unternehmen der Welt. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie genau verdienen die eigentlich ihr Geld? Letztens kam eine spannende Zahl raus, nämlich dass jeder User, also ich, du und alle anderen User, im Schnitt 16 Dollar wert ist für Facebook. 16 Dollar, wo kommen die eigentlich her? Also gut, für User ist Facebook ja kostenlos, das heißt, von den Usern kommt das Geld schon mal nicht. Also muss das Geld von irgendwelchen Unternehmen kommen, und zwar speziell dann eben von denen, die Werbung auf Facebook schalten. Werbung bei Facebook seht ihr auf eurem Handy entweder, wenn ihr im Newsfeed eben nach unten scrollt, dann seht ihr eben dort diese ja, Sponsored Listings oder Sponsored Posts, oder auf dem großen Monitor findet ihr die Werbung entweder rechts oder eben auch unten in eurem Newsfeed. Die Werbung wird so abgerechnet, dass die Firmen, die dort Werbung schalten, entweder dann zahlen, wenn jemand auf eine ihrer Anzeigen klickt oder wenn die Werbung auch nur angezeigt wird. Und von den Größenordnungen muss man sich so vorstellen, das heißt, ich scrolle jetzt durch mein Facebook-Newsfeed durch, sage, hey, das ist ja total spannend, jetzt klicke ich irgendwo drauf, dann kann es eben sein, dass diese Unternehmen dann an Facebook eben 40 Cent zahlen müssen oder 50 Cent pro Klick. Und zum Teil zahlen die Firmen eben auch dafür, dass die Werbung überhaupt nur angezeigt wird. Und ihr könnt euch vorstellen, dass vielleicht für jedes Werbebanner, das ihr eben seht, die Firma eben 0,3, 0,5 oder eben auch 1 Cent an Facebook zahlen muss. Das heißt, 16 Dollar im Jahr sind ja 1,30 Dollar pro Monat oder etwa 4 Cent am Tag. Das heißt, im Durchschnitt seht ihr vielleicht am Tag vielleicht ja, 10, 20, 30 Facebook-Anzeigen und damit verdient Facebook Geld. Das bedeutet auch gleichzeitig, je mehr Zeit ihr auf Facebook verbringt, desto mehr Werbung seht ihr. Und wenn ihr auf die Werbung draufklickt, verdient eben Facebook noch mehr Geld.